Willkommen zu unserem neuen Video. Wir verlassen Australien. Für uns geht es jetzt in ein nächstes Land. Das verraten wir noch nicht. Ja, wir haben gerade noch all unser Zeug gepackt. War noch ein bisschen stressig, weil wir jetzt zum Bus müssen. Ich glaube, in 5 Minuten müssen wir da sein. Sollte aber klappen. Hoffentlich. Ja. Ganz schön schwer, das ganze Zeug. Viel Spaß. So, wir sind jetzt an der Bushaltestelle. Übrigens, was uns aufgefallen ist, in Australien, jeder lässt seinen Einkaufswagen irgendwo stehen, weil die keine Münzen reinwerfen müssen. Auch wenn die irgendwo auf dem Einkaufszentrum oder so auf dem Parkdeck sind, die lassen den Wagen immer direkt neben dem Auto stehen. Überall. Die bringen ihn nie zurück und dann müssen immer Arbeiter die einsammeln und wieder zurückbringen. Nur 5 Meter daneben ist ein Rolli, wie schön. So, wir warten jetzt auf den Bus. Gerade was gegessen. Für uns geht es jetzt schon zum Check-in und dann können wir schon unsere Sachen abgeben. Ja, werden langsam echt schwer. Ja, der Rucksack, der ist echt voll bis oben hin. Die Hälfte da drin gehört Alicia. Gar nicht wahr. Wir sind jetzt beim Gate und warten, dass wir endlich in den Flieger dürfen. Ich glaube, in 20 Minuten können wir schon rein. Wir haben uns gerade noch die Steuern wieder geholt beim Tax Return. In Australien ist das, wenn man sich ein Elektrogerät oder sowas über den Wert von $300 holt. Wir haben uns ja die Drohne gekauft. Dann kann man sich die Mehrwertsteuer wiederholen innerhalb von 60 Tagen, wenn man das Land verlässt. Und das sind, glaube ich, in Australien 10%. Da mussten wir ein Formular ausfüllen mit unseren Kontodaten und alles und hoffen jetzt, dass die uns das Geld dann auf das deutsche Konto überweisen, wenn alles klappt. Ja, ich hoffe, die können meine Schrift lesen. Alicia hatte schon Probleme, aber sollte klappen. Ja, und wir können in 10 Minuten boarden. Endlich. Wir haben jetzt eingecheckt. Der Check-in, der ist hier immer relativ spät. Ich glaube, um 16 Uhr durften wir erst rein und wir haben uns dann nochmal aufs Ohr gehauen. Und jetzt wollte ich euch mal unser Zimmer zeigen. Und zwar, das ist hier einfach so ein riesiger Raum. So, da sind überall die Räume. Leider keine Decke drauf. Und dann ist hier unser Zimmer. Wir haben ein Doppelzimmer gebucht. Sieht ein bisschen chaotisch aus, weil wir gerade erst angekommen sind. Ja, ein bisschen klein, ne? Ein bisschen eng. Hier ist unsere Kammer. Hier ist die Tür. Dann macht man zu und das war's dann schon. Ja, hier unten haben wir jetzt unsere Backpacks runtergelegt. Das sieht man leider nicht. Da unten liegen unsere Backpacks runter. Die haben wir noch abgeschlossen. Ja, und das ist das schöne Zimmer. Aber was gut ist, sind die Steckdosen. Wir können auch die deutschen Stecker reintun. Ja, wir können die deutschen Stecker reintun. Und das Zimmer, das kostet uns jetzt 7,50 € die Nacht.
Da kann man halt echt nicht viel erwarten. Es sind auch nur 2 Nächte, wir werden es überleben. Zum Glück. Wir sind in Taipei. Was wir euch noch gar nicht gesagt haben, wir sind in Taiwan. Das Ganze hat sich ziemlich spontan ergeben. Wir haben vor 4 Tagen einen Flug hier gebucht, weil das der günstigste war. Jetzt haben wir hier 11 Tage Aufenthalt und wollen morgen ein bisschen durchs Land reisen. Mit dem Zug geht das ganz gut hier. Wir haben uns schon so eine Easy-Card gekauft für alle Züge und Busse. Und ja, das seht ihr auf jeden Fall in den nächsten Vlogs. Wir hoffen, euch gefällt das. Gerade wird es ein bisschen laut, die Düsen hier alle mit den Rollern rum. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns ein kostenloses Abonnieren. Ja, ihr könnt uns abonnieren. Auf meiner Seite kommt ihr immer noch zum letzten Video. Auf meiner dann halt zum nächsten. Viel Spaß!